Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück bei der Super Bowl Predictors Reihe Hot Hand. Drei Steine Herausforderung. In dem Quarter, was jetzt vor uns liegt, sollen wir für mindestens 100 Yard passen. Und es geht, ach schau an, mal wieder gegen die Baltimore Ravens. Wir haben den Ball im dritten Quarter an der eigenen 40 Yard Linie. Müssen also jetzt sehen, dass wir hier relativ schnell Yards machen und danach den Ravens den Ball auch schnell wieder abnehmen. So, das ist Terrell Owens. Ah, der kommt ein bisschen zu nah an die Seitenlinie, als er dann zurückläuft. Ein bisschen viel in die Mitte. Play Action, Misdirection Shot ein weiteres Mal. Wieder geht der Ball rüber zu Terrell Owens und diesmal ist er in der Endzone. So, 60 Yards haben wir damit erzielt. Nur fürs Protokoll, wir probieren auch hier die Two-Point-Conversion. Bringt jetzt hier zwar überhaupt nichts, gibt uns aber ein gutes Gefühl. So, damit steht es 21 zu 36, eine 15-Punkte-Führung. Wir haben noch 3 Minuten 26 zu spielen. Das Gute ist, wir haben auch noch sämtliche Auszeiten zur Verfügung. Ich hätte, glaube ich, eher lieber einen Onside-Kick gemacht. Fällt mir da gerade ein. Das wäre schlauer gewesen. Der Ball segelt leider nicht ins Aus. Aber die Ravens mit allem anderen als einer optimalen Feldposition. Der Ball ist an der eigenen 12-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Lamar Jackson und die Offense der Ravens. Wir werden jetzt hier blitzen, werden versuchen aggressiv zu spielen. Ich möchte schnell wieder in Ballbesitz kommen. Erster und 10 an der 12. Und gleich mal ein Sack von Deion Sanders. So habe ich mir das doch gewünscht. Wir haben einen zweiten Versuch und 18. Kein Raumgewinn. Das gerade übrigens ein Laufversuch von Snead, weil der Ball rückwärts geworfen wurde. Und das ist ein dritter Versuch und 19 an der eigenen 4-Yard-Linie. Und der Drive ist vorbei, gestoppt. An der eigenen 3-Yard-Linie müssen die Ravens definitiv punten. So, wir brauchen noch 40 Passing Yards. Das heißt, jetzt wird hier mal nicht großartig retourniert. Ganz im Gegenteil. Wir gehen ins Seitenaus an der eigenen 16-Yard-Linie. Es geht hier ja wirklich nur um die Passing Yards. Starten wir mit dem Texas Attack in die Mitte mit Witten, mit Ola Whaley und wir achten links außen auch auf Terrell Owens. Der Ball geht zu Ola Whaley, unserem Fullback. Der kommt an die 29-Yard-Linie. Cowboys in der No-Huddle-Offense. Wir achten wieder auf Terrell Owens. Der kommt jetzt ins Bild gelaufen. Wird aber Man-to-Man gecovert und ein Wahnsinnsplatz. Und jetzt fehlen uns noch 2 Yards. Mit den Jay Sale. Blick geht zu Michael Irvin. Links außen. Und zu unserem Running Back, zu Emmitt Smith. Wenn das der ein bisschen was kann. Das wissen wir alle. Touchdown Cowboys. Das dürften locker die 100 Yards gewesen sein. So ist es. 3 Sterne Herausforderung geschafft. Maximum Stars geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.